Der Stützenflug auf den Hauser Kaibling mit Europas größtem Transporthelikopter, der Kamov. Wir waren live vor Ort und berichten Ihnen über die Entstehung der neuen Sechsersesselbahn auf die Kaiblingalm. Ja, wir befinden uns in der Kaiblingalm am Hauser Kaibling, direkt auf 1050 Meter Seehöhe. Wir haben heute, wie man im Hintergrund sieht, die Stützenmontage mit einem riesen Transporthubschrauber mit dem Typ Kamov. Es ist hier in der Kaiblingalm das Juwel, das Naturjuwel, sage ich dazu, am Hauser Kaibling. Das ist unsere größte Investition für die heurige Wintersaison 2011 und 12. Wir investieren insgesamt 10 Millionen Euro hier. Es ist einmal eine hochmoderne Sechsersesselbahn mit orangen Bubbles, Ledersitzen und eine beheizbare Heizung für die Ledersitze. Dann haben wir dabei einen großen Speicherteich mit 40.000 Kubikmeter, 5 Hektar Pistenerweiterungen, eine komplett neue Schneeanlage, sodass sich ein komplett neues Gebiet zwischen dem Hauser Kaibling und der Blöernei erschließt. Wir haben hier ein Zusatzangebot für unsere Gäste geschaffen und was hier einzigartig ist, ist das atemberaubende Panorama, wenn man hier auf das Dachsteinmassiv raussieht. Oder auf das Ramsauer Plateau, Bischofsmütze, zum Senderhauser Kaibling. Und wir sind hier auf einer Seehöhe von 1059 Meter, wie gesagt. Das ist einzigartig. Man hat da wirklich sehr viel Naturschnee, tolle Hänge, Übergangshänge für jeden. Skifahrer ist was dabei und Snowboarder. Und wir freuen uns, diese Anlage Anfang Dezember, rund um den 8. Dezember, eröffnen zu dürfen.